Ich bin jetzt beim ersten Gehege für die großen Pandas angekommen und da sieht man, was große Pandas halt den lieben langen Tag machen. Meistens schlafen sie und wenn sie nicht schlafen, dann fressen sie und wenn sie nicht fressen, dann schlafen sie und ach und so weiter und so fort. Oh, er bewegt sich. Und gähnt natürlich. So. Erstmal die Morgentoilette. Aber gut, ich meine, was möchte man von den Tieren noch sonst erwarten? Sie ernähren sich vom Bambus, der hat ungefähr den Nährwert von Papier. Da kann man sich mehr als Essen und Schlafen auch nicht erlauben. Ja, mal ehrlich. Unglaublich. Ja, ich glaube, der hat sich jetzt wieder erledigt. Ich glaube auch, dass ich da gleich mal zum nächsten Gehege weitergehe. So, hier ist es etwas ruhiger, aber mit dem Panda verhält es sich ebenso und er scheint nämlich zu schlafen. Eben hat er sich ein bisschen bewegt, da hat er das Bein rumgelegt, aber ansonsten ist da, glaube ich, nicht viel an Aktion rauszuholen bei dem her. Okay, ja, wie erwartet, tut sich da nicht viel. Das Lustige ist, hier stehen überall Schilder rum, dass man keinen Krach machen soll. Nicht in meiner Muttersprache und ich habe es trotzdem verstanden. Aber die Leute, in deren Muttersprache es ist, haben es offensichtlich nicht verstanden. Seufzt. Ja, so viel zu diesem, das typische Verhalten eines Panda. So, hier ist noch einer, aber der leidet offensichtlich. Es ist wirklich zu heiß. Meines Wissens, Chengdu liegt ja in der Tiefebene von Sichuan und die Bärchen kommen wohl aus den etwas höheren Gefilden im Westen, wo das Ganze in Hochebene übergeht, also das, vor das Tor zu Tibet sozusagen. Oh, aber doch, das Tier bewegt sich. Ja, okay, so viel dazu. Das
Lustige ist, ich bin eben schon an 3 oder 4 Gehegen vorbeigegangen, wo man auch überhaupt nichts von den Tieren gesehen hat. Da kommt man sich irgendwie vor wie im Jurassic Park, nur mit dem Unterschied, dass es hier, glaube ich, nicht so schlimm ist, wenn die Zäune ausfallen. naja. So, und sie bewegt sich doch. Sie ist mir jetzt näher als jeder andere große Panda, der hier vorher irgendwie im Bild rumgegurkt ist. Ich würde die Entfernung auf etwa 10 Meter schätzen. Und ja, wie man sieht, sie schläft gerade nicht, also isst sie. Mampf, Mampf, Mampf. Ich fällt hier gerade so ein Insekt an. Gefahr abgewehrt. Okay, jetzt muss ich doch tatsächlich mal umziehen. Ja, und dann lebt man sich wieder hin, oder? Und Ende. Nee, doch noch nicht Ende. Jetzt aber, und jetzt gehe ich auch weiter. So, und wenn man gerade unmotiviert ist, auf dem Boden zu schlafen, dann klettert man einfach auf einen Baum und schläft dort. Wobei ich dem Tierchen wirklich empfehlen würde, in den Schatten zu gehen. Es hat da unten genug davon. Gut, aber hier ist leider auch extrem viel los, deswegen ist es auch extrem laut. Und von daher mache ich hier mal wieder den Abflug. So, im selben Gehege sind auch noch 2, die wissen, wie man es macht. Die haben es nämlich einfach unten auf den Fußboden gelegt. Der 2 ist gerade abgetaucht, den hat man eben hinter dem rumliegenden gesehen, als er seinen Kopf hochgehalten hat. Hier sind auch noch andere Tierchen, ungefähr 2 Meter vor mir sind lustige Spinnen, die gerade in ihrem Netz da rumgurken. Mir wäre es lieber, sie wären da nicht, okay, aber... Ihr Bewegungsradius ist begrenzt und ich weiß, dass ihr an mich nicht rankommt, von daher... Das ist ja geil.
Oh, das war aber gefährlich, Mr. Schmetterling. Ja, schlafende Pandas und schlafende Pandas.